Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um insgesamt 3 Mounts. Und zwar kriegen wir diese 3 Mounts über Umwege aus den Berufungskisten der Necrolords. Es handelt sich hier um die Necrorochen und diese konnte man sich schon seit Anfang von Shadowlands farmen. Ich mache jetzt erst das Video, weil bei mir es hat ja ein bisschen länger gedauert, bis ich sie alle zusammen habe. Jetzt will ich die euch mal zeigen und dann werden wir uns das mal angucken, wie man die genau farmen kann. Wir haben insgesamt 3 Necrorochen und zwar einmal den befallenen Necrorochen. Das ist der mit ja, dem grünen Rücken bzw. dem bisschen ja, so lila-mäßig gehaltenen Bauch. Dann haben wir knolliger Necrorochen. Der ist so ein bisschen gelb-orangelich gehalten. Und als letztes haben wir den verseuchten Necrorochen und der ist hier so komplett in, ja, so ein bisschen giftgrün gehalten. Das sind die 3 Necrorochen. Wir schauen uns auch einmal das Mount Special an. Ach nee, kann ich nicht, weil ich ja jetzt hier fliegen kann. Never mind. Okay, Mount Special müssen wir dann uns in Oribos gleich noch angucken. Ich würde sagen, da porten wir uns dann auch gleich noch rüber. Jetzt schauen wir uns aber an, wo wir die Dinge herbekommen. Und zwar können wir diese Necrorochen aus einem Ei bekommen. Und zwar schimpft sich dieses Ei Necrorochen-Ei. Hier haben wir das auf Beohead. Und das hat eine Dropchance von 3% aus dem Tribut der Ehrgeizigen bzw. 1,8% aus dem Tribut der Pflichtgebundenen. Was sind das für Kisten? Und zwar sind das beides Necrolord-Berufungskisten. Die können wir mit jedem Covenant erhalten. Und zwar immer dann, wenn wir irgendwas in Maldraxxus erledigen müssen. Zum Beispiel hier gibt es eine Kiste Tribut der Ehrgeizigen. Da müssen wir 3 Worldquests in Maldraxxus erledigen. Oder wir müssen auch mal so einen Balken in Maldraxxus füllen. Und so weiter. Oder es gibt auch eine Elite-Quest, da gibt es dann diese epische Kiste, da müssen wir dann einfach eine Elite-World-Quest abschließen oder einen Dungeon in Maldraxxus. Wenn ihr einen Char habt, der beim Necrolord Covenant ist, habt ihr noch weitere Möglichkeiten, diese Kisten zu bekommen. Dann bekommt ihr nämlich auch die Kisten für die Mittlermünzen. Es gibt auch eine Berufungsquest, da müsst ihr 3 Mittlermünzen holen. Und für die Quest, die quasi keinem Gebiet direkt zugeordnet ist, bekommt ihr dann immer eure Hauskiste, sage ich jetzt mal. Und wenn ihr dann bei Necrolord seid, dann ist das dementsprechend die Necrolord-Kiste. Zusätzlich gibt es dann auch noch die Geschichte, dass man im Torghast so eine Ressource besorgen muss. Da kriegt man dann auch die Hauskiste, dementsprechend auch bei Necrolord. Natürlich sinniger, wenn er das Mount farmt. Dann gibt es noch eine Geschichte, da muss man, glaube ich, 3 Rares im Schlund töten. Und da ist es genauso. Also es gibt dann noch 3 weitere Berufungsquests, die dann, wenn ihr Necrolord seid, euch quasi auch so eine Kiste bringen. Das sind so die Möglichkeiten, diese Kisten zu farmen. Wie war es jetzt bei mir? Im Dreh habe ich so 350 von diesen Kisten gefarmt, um diese Eier zu kriegen. Ich sollte erwähnen, dass es so ist, wenn ihr die Kisten lootet, habt ihr eine Chance, habt ihr ja vorhin gerade gesehen, zwischen 1,8 und 3%, dementsprechend dieses Ei aus der Kiste rauszuziehen und in dem Ei, das müsst ihr ausbrüten, normalerweise 3 Tage. Ich habe irgendwie meine Kisten immer relativ lang gestackt, weil ich immer so kleine Openings gemacht habe. Da waren die dann immer schon ausgebrütet. Anscheinend zählt es von dem Zeitpunkt aus, wo man die Kiste bekommt. Und dementsprechend, wenn ihr dann dieses Ei öffnet, dann ist zu 100% ein Mount drin. Also es ist dann nicht so, dass da nur noch eine kleine Chance besteht, dass dann da das Mount nur drin ist, sondern ich kriege auf jeden Fall einen Mount. Und bei mir war es zumindest so, dass ich keinen Mount doppelt bekommen habe. Ich vermute, dass es tatsächlich auch so ist, dass man nur jedes Mount einmal rauszieht und dass dann Doppelungen nicht drin sind. Aber ihr müsst rechnen, ich habe 350 von diesen Eiern gebraucht, beziehungsweise 350 von den Kisten, um 3 Eier zu kriegen, was lang genug ist. Also irgendwie ist die Dropchance doch nicht so gut, wie auf WWHead steht. Oder ich hatte einfach Pech. Gut, jetzt liefere ich euch nochmal hier das Mount Special nach. Sagt mir nicht, dass das Viech kein Mount Special hat. Oh boy. Okay. Es hat einfach kein Mount Special. Oder ist es am Backen? Warte, ich muss mal mit einem anderen Mount gucken. Nee. Jetzt bin ich hier extra nach Oribos, um euch das Mount Special zu zeigen. Warte mal, ist das Mount Special, dass es in den Kopf dreht? Nee, ich drücke hier Ding-Taste. Nee, es hat einfach kein Mount Special. Okay, gut Leute, so viel dazu. Jetzt habe ich euch alle Infos gegeben, wie ihr das Mount farmen kann. So ein kleiner Tipp noch am Rande.
erstellt euch, oder wenn ihr es aktiv farmen wollt, schaut, dass ihr eure Chars, mit denen ihr jetzt nicht unbedingt was Spezielles am Raiden oder im Plus oder so machen seid, also sprich irgendwelche loweren Twinks, alle zu den Necrolords, dann könnt ihr die Kisten effizient farmen, weil ihr dann halt nicht nur 3 Möglichkeiten habt, sondern insgesamt 6 Möglichkeiten aus dem Pool von Berufungsquests und dann geht's deutlich schneller, an mehr Kisten zu kommen. Gut, das war soweit die Guide-Geschichte. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.